Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play FIFA 19, dem Karrieremodus mit dem Hamburger SV und mit Jonas. Servus. Ich muss mal ganz kurz eben die Jalousien runterziehen, deswegen nicht erschrecken. So, denn mittlerweile ist es draußen dunkel geworden. Ja, das passiert, wenn man so aufnimmt am Tage. So, wir befinden uns tatsächlich wieder an einem guten alten Heimspiel. Heute also zu Gast, wie ihr schon sehen könnt, der FC Augsburg im Volksparkstadion. Jedoch muss man tatsächlich dazu einige kleinere Sachen nennen. Ja, die Augsburg momentan nicht ganz so unterwegs, befinden sich momentan im Tabellenkeller drinne. Könnten mal ein paar Punkte ganz gut gebrauchen. Und das gegen einen Hamburger Sportverein, der bislang zumindest noch ungeschlagen ist. Unsere Siegesserie beim letzten Mal ist ja gerissen, bekanntlich im Nordderby. Nur ein knappes 1:1 errungen gegen die Bremer. Jetzt also soll nach Möglichkeit wieder der direkte Aufschwung folgen. Augsburg ist natürlich auch ein Gegner, den ich als persönlich schlagbar achte. Und dementsprechend eigentlich sollten hier schon 3 Punkte her. Ansonsten ein weiterer Punkt, auf den ich euch ohne Probleme aufmerksam machen möchte. Wir müssen uns allgemein auch mal die Spielerentwicklung der Leute angucken. Vielleicht nochmal nach dem Spiel. Ja, ist tatsächlich die Entwicklung von Fiete. Er tatsächlich jetzt von 84 im Training nochmal hochgeschnellt auf die 85. Ist dementsprechend jetzt auch durch mit seinem Training. Also ja, tatsächlich 85er Wert. Das ist schon sehr solide, würde ich sagen, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ja, marktwertmäßig gucken wir uns die ganze Geschichte dann später auch nochmal an. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, vernehmen wir auch nicht mehr so viele Worte und starten rein. Ja, Abschlusswert, ihr seht schon 91, also Fiete müsste eigentlich wissen, wie man ein Tor schießt. Theoretisch. Ja, okay. Ist aber immerhin noch hier der gute Mann, unser Top-Torschütze, ne? Muss man immer auch sagen. Genau. Aber tatsächlich auch. Nicht nur unser, sondern auch der Top-Torschütze der gesamten Liga, ja, das ne? Das ist tatsächlich auch richtig, genau. Also mittlerweile, ja, an Spieltag Numero, lasst kurz sehen, Spieltag Numero 8 sind wir mittlerweile. Also Fiete mit momentan 11 Saisontoren noch führender in der Torschützenliste, in einem Schnitt tatsächlich mit über einem Tor pro Spiel. Das ist eine sehr gute Quote, das würde heißen, am Ende würde er ungefähr bei den 40 Saisontoren landen, das wäre sogar eine herausragende Quote, möchte ich gerade anmerken, weil tatsächlich der Torrekord momentan für eine bestehende Bundesliga-Saison liegt aktuell bei genau 40 Saisontoren von Gerd Müller aufgestellt. In den frühen 70ern. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, in welcher Saison das genau war, aber auf jeden Fall der Bomber der Nation. Ja, mal gucken, ob der gute. Ja, ohne Witz, das ist ein Spitzname. Kann ich hier nichts für. Ja, das ist aber nicht unbedingt ein Satz, beziehungsweise ein Wort. Also, Bomber ist nicht so ein Wort, was man so in der Nähe von Dresden gebrauchen sollte. Wir haben da so leicht schlechte Erinnerungen. Ja, in den 70ern sah man halt noch alles lockerer. Ja. Ich habe heute wieder irgendwie einen Beitrag gelesen, den kann ich dir nachher auch mal schicken, beziehungsweise auch mal auf Discord schicken. Von der Bild. Ja, der Bild, ich weiß, es ist kein zu professionelles, beziehungsweise ein doch eher. Seriöses, ist das Wort, was du suchst. Seriöses Magazin, ganz genau, das war das Wort. Wie viele Tonnen letztes Jahr wieder in Sachsen geborgen wurden? An Bomben und an Sprengstoff und an. Ja, findest du halt Altlast. Immer was Neues. Kommt davon, wenn Alten immer nur gefühlt 75% deiner Bomben wirklich zünden, die du wirfst. Immer erst mal ein wenig Semidolle. So, also, hier gehen wir jetzt erstmal rein. Dann in das Spiel gegen Augsburg kommen wir zurück auf die Wichtigen des Lebens. Selz im Kasten, der Keeper. Ich kenne den gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch die gesamte Viererkette, bis auf Rovelu, ist mir tatsächlich gänzlich unbekannt. Davor Bayer auf der 6, Jakob, Moravec und Usami in dem Dreier vorne gespannt. Und Gregoric, der Ex-Hamburger, und Perez da vorne drin. Also sehr viele Unbekannte, habe ich gerade gesehen. In diesem 4-4-2, was die Augsburger aufbieten. Ein 4-4-2 mit einem 6er, einem 8er. Das heißt tatsächlich, ja, gib mir vielleicht ein bisschen Zeit, bis ich tatsächlich dann die Namen beherrsche. Aber am besten geben wir ihnen gar nicht mal den Ball und legen jetzt tatsächlich los. Erster Ball bei André Duda. Rübergespielt auf Steinmann. Weiter für Van de Beek, der links raus für den Japaner, für Tatsuya Ito mit dem Haken. Ja, nochmal hintenrum lieber. Zinchenko, Steinmann, Ball bei Duda. Der versucht über Van de Beek ins Spiel zu bringen, aber zu weit weggestanden, der Mann rausgeschlagen. Und Einwurf. Gressel. Weiter auf Duda. Duda mit relativ viel Platz und Freiraum spielt den Ball zu Fiete. Nochmal links raus für Ito. Der nochmal auf Fiete. Fiete noch Richtung Van de Beek. Selz Van de Beek. Früher Blitzstart hier im Hamburger Sportvereinstadion. Hier im Volksparkstadion. Meine Damen und Herren. Und zwar Donny Van de Beek hat zugeschlagen. Was für ein Geniestreich.
Ball eigentlich ein wenig zu weit gekommen und dann irgendwie mit Glück das Ding dann noch reingewuchtet. Also Donny grätscht den Ball quasi irgendwie noch an Keeper Selz vorbei, behält den so damit noch und kann dann tatsächlich, ja, kurz vor dem Kasten im 5-Meter-Raum einschieben. Danach tatsächlich eine leichte Übung, davor doch durchaus mit Spielwitz getreten das Ding. Also Donny van de Beek, zweites Tor im Dress des Hamburger Sportvereins, zumindest wenn es um die Bundesliga geht. Ja, das dürfte ihm noch gefallen, gibt tatsächlich schon die ersten Anweisungen direkt rein. Trainer Arno Ahrenfeld, nie zu Ruhe kommend, der Mann immer auf Achse, immer auf Trab. Ja, kann sich freuen, seine Mannschaft führt nach nur wenigen Minuten. Sah aber schon gut aus, ne? Gressel, ja, mit der Balleroberung, ruhig aufgespielt, Ball bei Steinmann. Der links raus für Zinchenko. Zinchenko mit der Spieleröffnung. Und was für einer. Rübergespielt für Tatsuya Ito. Ito, der quirlige Japaner jetzt hier auf dem Flügel. Ja, gegen zwei Leute. Setzt sich schön durch. Macht das stark. Rübergespielt auf Fiete. Fiete im 16er drinne. Fiete. Ah. Schade. War noch einer zwischen? Oder war das tatsächlich so, was ich mir denke? Ja, okay. Der schwäche Linke. Gut, also so stark mittlerweile Fiete auch sein mag, er braucht das Ding dennoch auf dem Rechten, das hilft ja alle nix. So, kurz ausgespielt, Mähle auf rechts, weitergeleitet auf Usami. Tatsächlich auf dem rechten Flügel da oben, beziehungsweise auf unserem linken Flügel, ein japanisches Duell mit Usami und Ito. Relativ interessant die Geschichte, möchte ich nochmal so anmerken. Jakob, hinten herum auf Bayer, Augsburg lässt sich Zeit, was Aufbau angeht, Knutzen, rübergespielt auf Mora weg, wieder auf Gregoritsch runter. Gregoritsch gegen Bambu, yo. Also der HSV bemüht sich schon mal hier, sich Respekt zu verschaffen. Hartes Zweikampfverhalten hier vom Schweizer Nationalspieler und dementsprechend, ja, nochmal kurz Diskussion hier im Nachgang. Aber gibt schon den Freistoß und das ist, denke ich, auch tatsächlich so gerechtfertigt. So, gucken wir mal, wo dieser Freistoß hinkommt. Gregoritsch bringt den rein, Papadopoulos passt auf, fängt den Ball direkt ab. Weiter jetzt für André Duda. Duda nimmt Fiete mit, ja, relativ knappe Geschichte, hätte ein bisschen aufpassen müssen. Das kann auch mal sonst schief gehen. Steinmann und Aufbau der Hamburger über rechts. Bambu auf Gressel. Hält den Körper rein, aber verpasst den Ball knapp. Zweiter Ball dennoch bei den Jungs in den roten Hosen. Jetzt Zinchenko wieder links raus auf Tatsuya Ito. Auf Ito, der geht da schön vorbei. Wieder gegen 16er Ito. Ach, dieses Mal hätte der Ball zu Duda gemusst, nicht zu Fiete. So, also locker rausgeschlagen das Ding. Jetzt Jakob. Ja, Augsburg tatsächlich nicht so die Mannschaft von schnellen Kontern. Spielen ihre Geschichte überall lieber etwas aus. Man sieht es hier schon. Lockerer Aufbau über Gregoritsch, links raus auf Jakob, der wieder gestört wird von Bambu, macht er stark, holt den Ball zurück, jetzt über Gressel, Ab, Steinmann und Donny, der jetzt wieder mit dem Ball links raus. Also über Itos Seite geht heute relativ viel. Mähle gegen Ito, das scheint auch so das Duell zu werden, was uns heute relativ viel Freude bereiten wird. Wieder Ito, schön als Sieger vorhergegangen und Ab, schade. Selz im Kasten fängt das Ding sicher ab. So, wieder der lange Schlag nach vorne. Gregoritsch natürlich mit 1,90 ein guter Zielspieler für lange Bälle. Holt das Ding auch, aber zweiter Ball bei den Hamburgern, Bambu. Van de Beek für Fiete. Rübergespielt zu André Duda. André Duda wieder rüber auf Fiete. Fiete mit Abschluss und wieder Selz. Stark gehalten, der Augsburger Schluss. Momentane Absicherung, die Augsburger nicht missen möchten. Ball wieder bei Donny. Nochmal nächste Chance. Abgefangen das Ding. Zweiter Ball in den Händen von Selz gelandet. Schade. Und wieder langer Schlag nach vorne. Also lang und weit bringt Sicherheit. Hoch und weit bringt Sicherheit. Ein Leitspruch der Augsburger anscheinend. Zumindest wenn es darum geht. Usami. Weitergeleitet auf Ayose. Mit dem Ball ins Zentrum hinein. Mora weg. Ja, und das erste Ausrufezeichen gegenüber Keeper Pollersbeck, der jedoch den Ball hier sicher fängt. Mit dem Abwurf rüber für Zinchenko. Donny. Weitergeleitet in Richtung Fiete, der auf Duda, Duda zum Bambu, Bambu rüber zu Gressel. Schöner Pass nach vorne, Gressel jetzt tatsächlich schon hinter der Abwehrkette, Gressel im Strafraum, Gressel rübergespielt in die Mitte, nochmal Gressel, zweiter Anlauf, immer abgefangen, schade, Steinmann, dritter Versuch, jetzt rüber zu Donny, Donny auch nochmal abgeblockt. Boah, zumindest das Defensivkonstrukt ist tatsächlich relativ standfest zu hören, ist so nach 27 Minuten bislang nur ein Ball vernünftig da durchgekommen, das auch von ihm hier, von Donny. Dieser jedoch nicht von Erfolg geprägt und dementsprechend Eckball. So, Gressel legt sich das Ding zurecht, möchte hier antreten, zeigt doch an, das Ding kommt lang rein. Dementsprechend wollen wir uns auch so positionieren, als ob das Ding lang reinkommt. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal den Torwart zuzustellen. Ich sagte Torwart zustellen. Na, klappt mir so semi-mäßig. Gut, dann versuchen wir das Ding auf Papa zu bringen.
Ball Richtung ersten Pfosten auf Papadopoulos. Papadopoulos. Schade. Kyriakos da mit einem relativ guten Kopfball. Gucken wir mal, setzt hier schön durch gegen zwei Leute, die es beide auf ihn abgesehen hatten. Da fehlt es leider noch ein bisschen an der letzten Präzision von unserem Abwehrchef. Sonst wäre das Ding auch durchaus reingegangen. Selz wieder mit dem langen Abschlag, dieses Mal auf den Flügel. Bambu ist aber tatsächlich relativ kopfballstark, holt sich das Ding. Zweiter Ball jedoch bei Knutzen und Bayer. Der jetzt hier mit einer Verlagerung auf die rechte Seite, auf Usami, mit dem Ball ins Zentrum. Gehen Jungen, macht da keine Kompromisse, haut das Ding raus. Fiete kriegt den Ball und jetzt Duda gefragt an dieser Stelle als Anspielstation. Ja, macht den Ball erstmal fest, das ist wichtig. Gut gemacht, Gressel rübergespielt zu Steinmann. Steinmann auf Ab nochmal mit dem Schlenker. Vielleicht ein zu viel hätte das Ding direkt zerspielen sollen. So, also rausgeschlagen, Jung. Steinmann, gut, die Ball zurückerobert. Ito hält seinen zierlichen Körper rein. Klappt sogar tatsächlich, ich bin begeistert. Auf Jung und Donny. Weitergeleitet nach vorne, wobei Moravec jetzt hier auch wieder gut dazwischen steht. Also bislang, ja, wirklich die Abwehr von Augsburg, da beißen nur ein wenig die Zähne dran aus. Jakob, weitergeleitet auf Gregoritsch. Gregoritsch zu Moravec. Moravec ein weiter Richtung Bayer. Usami jetzt auf dem Flügel. Steinmann dazwischen. Bisschen Ping-Pong hier gerade. Kriegen aber das Ding im Griff. Gressel. Papadopoulos rechts rausgespielt auf den Bambu. Wieder ins Zentrum gebracht zu Steinmann, der weiter zu Donny, Donny zu Zinchenko. Zinchenko jetzt mit dem langen Schlag nach vorne und was für ein langer Schlag, bitte bleibt liegen. Ach shit. Ein kleines Stück zu lang für unseren Ukrainer. So, ansonsten nochmal kurz die Info für euch da draußen. Wolfsburg heißt dann der nächste Gegner, das nächste als Auswärtsspiel. Deswegen sollte man hier schon mal besser drei Punkte einpacken, bevor man dann zum unentschieden Königen der Liga fährt. Denn was einem dort erwartet, das kann man sich dann ja denken. Vielleicht ein Unentschieden. Eventuell. Duda. Weiter auf Fiete. Der jetzt zu Donny. Donny mit der Ballrolle. Wieder rüber zu Fiete. Weiter rechts raus auf Gressel. Gressel auf Duda. Duda kommt tatsächlich an den Ball. Aber wieder abgefälscht. Kovelu noch gerade so dazwischen. Und nächster Eckball. So, jetzt versuchen wir das Ganze mal vielleicht auf den zweiten Pfosten zu spielen. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ist ein Rechtsfuß, der die Ecke tritt. Ich befürchte, ja. Nee, dann kommen wir nicht auf den zweiten Pfosten, oder? Ne, lassen wir tatsächlich lieber einen Linksfuß die Ecke treten, dann kommen wir auch auf den zweiten. So, also Ball Richtung zweiten Pfosten, Richtung Julian Gressel. Eckball kommt rein, Eckball kommt auch an den zweiten Pfosten, aber Lombards vor Gressel zur Stelle, klärt das Ding raus, Gregoritsch und tatsächlich eine Kontermöglichkeit jetzt hier für Jakob. Abgefangen von Papadopoulos. Genau das Tackling brauche ich dann, der Stelle gut gesetzt auf Donny. Donny rüber für Fiete, Fiete wird gelegt im Elfmeter. Oh Gott, schon wieder Elfmeter. Fiete wird gelegt im Strafraum. Und wenn ich dir jetzt erzähle, dass das der dritte Elfmeter im dritten Spiel ist, den ich heute Abend habe. Also sonst die gesamte, gesamten, keine Ahnung, 50, 60 Folgen mittlerweile haben nie einen Elfer bekommen und jetzt drei am Stück. Also das Spiel möchte wohl wieder was gut machen. Also, 41. Minute, jetzt tatsächlich die Möglichkeit, die Führung zu erhöhen für Fiete. Also dementsprechend jetzt die Chance über diesen Elfmeter. Fiete mit dem Schuss in die rechte Ecke. Ja, Keeper bleibt in der Mitte, entscheidet sich für die Mitte. Dementsprechend kein Problem für Arp, das Ding sicher zu machen. Er zeigt es auch ganz klar an, wer es war. Natürlich Fiete, der Mann mit der Nummer 15. Gönnt sich sein Saisontor. Und welches ist das? Das Saisontor Nummer 12? 13? 12. Ah. Boah, sehr schön. Also heute wird die Ein-Tor-Quote erfüllt, würde ich sagen. Ja, genau. Tja, ich würde mal sagen, das ist jetzt. Ich meine, der war immer nicht mal besser als der letzte Elfmeter, ne? Ja, das ist tatsächlich richtig. Aber wenn wir uns an den gegen Bremen erinnern, der war ein bisschen kritischer. Der war zumindest ein wenig mehr ins Eck gesetzt. So, also jetzt tatsächlich die 2-0-Führung. Ja, ist unglücklich natürlich für Augsburg. Bislang immer ganz gut mitgehalten. Jetzt natürlich durch so einen blöden Elfmeter hast du dich in eine Bedulde gebracht. Macht Arp aber auch gut, stellt er natürlich den Körper rein. Wenn der Verteidiger so doof ist, dann ins Tackling zu gehen, dann gehört das halt auch bestraft. Muss ich halt auch sagen. So, Ball jetzt bei Steinmann. Weiter für Fiete. Fiete sieht da vorne. Ah, schade, Van de Beek starten. Kriegt das Ding nicht rübergespielt. Dementsprechend Ball jetzt rechts raus. Bambu, Steinmann. Nachspielzeit läuft jetzt auch. Ah, Arp muss nochmal ein bisschen hin und her drehen. Ball jetzt bei Van de Beek. Aber es ist alles sehr eng jetzt gehalten hier wieder bei den Augsburgern. Ball bei Duda. Duda nochmal rüber für Fiete. Aber Lombards diesmal deutlich klüger. Klärt das Ding raus. Einwurf. Bambu. Gressel. Duda. Weitergeleitet für Steinmann. Steinmann nochmal rüber für Arp. Ja, das ist zu eng hier vorne. Ito bringt sich auch nicht so richtig in Stellung. Dementsprechend rausgeschlagen das Teil. Bambu. Nächster Ball. Gressel. Arp.
und nochmal auf Van de Beek. Van de Beek versucht es nochmal, abgefangen das Ding. Steinmann wirft sie nochmal rein und das dürfte jetzt eigentlich den Halbzeitpfiff nach sich ziehen. Gut, dann deine Meinung zu den ersten 45 Minuten, Jonas. Ja, ich meine, ich denke, wir müssen als die spielbestimmendere Mannschaft sehen. 2-0, einmal das Tor direkt am Anfang des Spiels und jetzt einmal der Elfmeter in der 42. Ja, genau. Und ja, bemerkt. Genau. Und ich denke, das ist ein Ergebnis, mit dem wir soweit zufrieden sein können. Ja, 7 Schüsse aufs Tor, 2 gingen davon rein. Gut, bisher Augsburg mit noch nicht allzu vielen Chancen. Ansonsten denke ich, sieht man ja auch schon ganz deutlich auch im Ballbesitz, wer hier die Zügel in der Hand hat, ne? Jo, gehe ich tatsächlich mit d'accord. Also da bin ich auch der Meinung. Bislang haben wir das Ganze relativ gut im Griff. Dementsprechend würde ich auch sagen, starten wir direkt rein in die zweite Halbzeit. Sah ja alles gar nicht mal so schlecht aus. Wollen wir mal so gucken, wie das jetzt in Hälfte 2 so weitergeht. Klar, jetzt natürlich Augsburg gefragt. Mal gucken, ob sie ein bisschen Konzeptänderung daherkommen. Ich habe tatsächlich, sie haben auch schon den ersten Wechsel direkt vollzogen. Moravec geht raus, also Sechser runter. Für ihn Rani Khedira als eine andere Art von Sechser rein ins Spiel. Rani Khedira im Übrigen der kleine Bruder von Sami Khedira. Möge man ihn eventuell kennen. Duda. Rüberspielt zu Gressel. Gressel wird ja überlaufen von Mbambu mittlerweile. Nach den letzten paar Spielen immer eine relativ ordentliche Kombination. Hier Mbambu, schön gespielt für Fiete. Oh, schade, Selz im Kasten dazwischen. Aber nochmal Mbambu und Donny. Und kein Foul, fällt mir gerade auf. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Bin ich gerade überrascht, aber tatsächlich, Mbambu hat wohl ordentlich den Ball gespielt. Donny hat am schnellsten reagiert und macht tatsächlich hier das 13 und damit jetzt wohl vorzeitig den Deckel drauf auf diese Partie. Wir gucken nochmal drauf. Schöner Steckpass hier nach vorne. Selz und Kasten reagiert glänzend, dann Mbambu grätscht den Spieler ab. Wenn der Rechtsverteidiger schon mal im Gegner im Strafraum ist, dann kann er auch mal die Sau rauslassen. Ja, ist doch wahr. Und dann, ja, Donny reagiert am schnellsten, kriegt den Ball vor die Füße gelegt, dann... Ja, quasi vor dem freien Kasten einfach einlochen. Das kriegt er dann auch noch hin. Also Donny schnürt heute seinen Doppelpack. Gutes Spiel von ihm. Drittes Saisontor insgesamt. Ja, und jetzt wird tatsächlich für Augsburg schon langsam die Luft ein wenig dünner, muss man zugeben. Lombards. Ayose. Rani Khedira. Damit würde ich sagen, der Matchplan, den du schon wieder auf eine Halbzeit wieder auf die Beine gestellt hast, ist damit auch schon mal wieder völlig im Eimer. Gressel. Na, ein bisschen zu schnell gespielt das Ding jetzt hier. Ayose muss jetzt auch den Gegner nicht unnötig ins Spiel bringen, meine Freunde. Rechts rausgespielt auf den Flügel auf Usami, der aber gestellt wird von Zinchenko, Ito, Donny und Gressel. Der lässt rausverlagern jetzt hier auf die Seite zu Mbambu. Sieht tatsächlich da vorne Duda starten. Diesmal wird der Ball abgefälscht, abgeblockt. Und kein Problem für die Keeper selbst hier vorne. Genau, und da wird auch gerade nochmal oben links eingeblendet, das nächste Spiel für die Augsburger geht gegen die Sachsen der ersten Liga, gegen den RB Leipzig. Ja. Na, tatsächlich auch ein Duell dann der Kellerkinder. Ich vermute mal einfach, dass heute eher zumindest kein Sieg mehr für die Augsburger drin ist. Dementsprechend müssen wir gucken, ob sie dann da tatsächlich schaffen, vielleicht ein wenig zu punkten. Mbambu jetzt am Ball auf der rechten Seite wieder, steckt rüber für Arp, der nochmal wieder Donny ins Spiel bringt. Donny heute sowieso kaum zu stoppen. Nochmal wieder für Fiete, nochmal rechts rausspiel für Duda, der versucht Fiete durchzustecken. Ach schade, gerade so noch verhindert hier von der Augsburger Abwehr, rausgeschlagen, gibt den Eckball. So, 58 Minuten, Zeit für den zweiten Augsburger Wechsel. Andrea Conti kommt rein für Kilian Lakop, also nochmal einen Wechsel auf der Flügelseite, also nochmal frischen Wind da reinbringen. Ja, wird natürlich jetzt schwierig, die Geschichte zu drehen, aber man kann es ja zumindest mal versuchen. So, Eckball kommt rein Richtung Fiete, Rovelu aber dazwischen, Ayose und Khedira. Weitergeleitet auf Mähle, der wieder ins Zentrum hinein für Usami auf Donny. Donny hat das Ding, Zinchenko, Van de Beek und Duda. Duda rechts raus auf Gressel, Zusammenspiel mit Mbambu, nochmal wieder raus auf Gressel, der jetzt schon mal im 16er drin ist, aber wird hier wieder sofort gestellt. Rovelu klärt das Ding an sich heraus, gibt den Einwurf. Mbambu, Duda, wieder Mbambu, der Pass war so schlampig, Conti dazwischen, der Einwechselspieler kriegt das Ding, aber Mbambu holt sich den Ball zurück. Zweiter Ball bei Gideon Jung und dementsprechend weiter in die Hamburger Ballbesitz. Und wir spielen sie auch tatsächlich gerade ganz schön, muss man sagen, die Augsburger. Also sie kommen hier kaum raus aus ihrer eigenen Hälfte. Machen wir wirklich gut. Fiete jetzt am Ball. Rübergespielt für Matti Steinmann. Matti Steinmann nochmal im Abschluss. Na, wenn ich doch mal ein Sechser Tore schießen könnte. Naja, Mähle. Was erwartest du? Ein paar Abschlusswerte. Zinchenko, Ito. Papadopoulos reißt das Ganze nochmal auf.
rüber zum Bambu. Im Zentrum ist jetzt Platz für Duda, der nochmal für Fiete. Fiete rüber zu Van de Beek, der zu Zinchenko. Zinchenko Richtung Ito. Und Ito ist tatsächlich schon wieder hinter der Abwehrkette. Ito sogar mit ein bisschen Platz, Zeit für eine Flanke vielleicht. Rovolu dazwischen. Ja, hohe Bälle, vielleicht doch nicht das probateste Mittel gegen eine relativ hochgeschossene Abwehr. Der Augsburger sollte vielleicht doch mehr was anderes einfallen lassen. Mähle. Lombards. Jetzt geht tatsächlich mal ein bisschen Fußballspielen über Augsburg los. Mähle, Steinmann, gut abgefangen. Zweiter Ball aber trotzdem noch bei den Augsburgern. Über Usami. Zu früh ins Tackling gegangen von Zinchenko. Das war jetzt ein Fehler. Usami jetzt auf der rechten Seite mit Platz. Flanke in den 16er hinein. Jung glücklicherweise noch vor Gregoritsch. Ansonsten wäre das äußerst gefährlich geworden. Duda. Ja, versucht sich hier noch irgendwie zu behaupten. Klappt nicht ganz. Kriegt auch keine Anspielstation so schnell. Das Pressing der Augsburger jetzt also tatsächlich hat auch mal eingesetzt. Ball bei Jose. Rübergespielt auf Gregoritsch Richtung Khedira. Gerade so Zinchenko dazwischen. Pollersbeck. 17 Minuten mittlerweile auch um. In der nächsten Situation sollte ich vielleicht mal einen Wechsel in Betracht ziehen. Unsere Jungs vielleicht dann doch schon etwas müde. Gressel wird wieder überlaufen. Schön gemacht. Auf dem Bambu. Der nimmt nochmal wieder Fiete mit. Fiete jetzt tatsächlich mit ein wenig Platz. Wird tatsächlich hier nochmal in den startenden Lauf hineingespielt, der Ball. Aber ja, kommt tatsächlich nicht an. Schade drum. Jetzt Ayose nochmal. Auf Usami. Nochmal wieder Ayose. Wieder schöner Ball rüber auf Usami. Jetzt vielleicht die nächste Flankmöglichkeit. Kommt auch wieder, aber im Bambu. Ja, Freunde, hoch und weit, das hilft tatsächlich gegen die Hamburger Abwehr heute nicht wirklich. Steinmann. Ja, lässt natürlich sich Zeit, verzögert das Ganze ein bisschen. Wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die jetzt mal unbedingt hundertprozentig Tempo machen müssen. Aber auch hier wieder direkt der nächste Ballverlust. Duda, Gregoritsch. Ja, Freunde, ich würde ganz gerne mal ein wenig mehr Kontrolle über das Spiel gewinnen. Ayose. Rübergespielt für Mähle. Abgefangen von Ito und Einwurf HSV. So, jetzt tatsächlich mal die Möglichkeit für uns ein paar Wechsel zu machen. Warte ich schon die ganze Zeit drauf. So, ich würde sagen, wir bringen mal was für die Defensive. Sakai für Zinchenko. Dann nochmal vorne Schneider rein. Und Arp hat heute ein solides Spiel gemacht. Für ihn kommt jetzt heute nochmal Bobby Wood rein. Also, Dreifachwechsel jetzt bei den Hamburgern. Einfachwechsel, noch die letzte Option. Ayose Perez geht raus. Nochmal so hier ein Wechsel in vorderster Front bei den Augsburgern. Ja, wenn du halt noch irgendwas reißen willst, müsste jetzt sehr schnell der Anschlusstreffer kommen. Wir, wie gesagt, sind tatsächlich natürlich daran nicht so großartig interessiert. Und dementsprechend der Ball ist bei Steinmann. Schneider. Rübergespielt für Tatsuya Ito. Ito sucht das 1 gegen 1, hängt sich aber auf an Bayer, der das Zweikampfduell gewinnt. Ponce, der frisch eingewechselte Stürmer, jetzt rüber auf Conti. Bayer. Usami, wieder Conti. Bayer. Usami, Schneider dazwischen, gibt den Einwurf. Kurz ausgeführt, Conti, wieder auf Usami, diesmal Sakai dazwischen, jetzt natürlich dafür abgestellt, den Japaner zu decken, heißt sogar, ja tatsächlich eine doppelte japanische Flügelzange hier, Sakai und Ito beide auf einer Seite gegen Usami, also sogar drei Leute aus Japan da auf der Seite, Papadopoulos, Jung, verlagert rüber in Richtung Mbambu, der zu André Duda und der sieht tatsächlich Gressel starten, Gressel ist gut gestartet, kein Abseits, Gressel hinter der Abwehrkette, aber ohne entscheidende Mitspieler. Ja, versuch's mit der Flanke in den leeren Raum da vorne, aber kommt nicht durch. Usami, Gregoritsch und Khedira. Conti. Nochmal rechts raus, auf Usami. Nee, Ponce ist das gewesen. Jetzt tatsächlich nochmal wieder Ponce auf der rechten Seite. Sakai stellt ihn, schön abgefangen von Go, der jetzt rüber zu Ito. Wood, schön weitergeleitet Richtung Duda. Duda sieht da vorne nochmal wen durchstarten. Sieht da nochmal Gressel starten. Gressel setzt sich durch gegen zwei Spieler. Julian Gressel! 4:0. Und da ist er wieder. Unsere US-amerikanische Verpflichtung. Julian Gressel aus den Majors. Und da hat er mal kurz gezeigt, dass auch in den Majors durchaus ein wenig Körpereinsatz gefragt ist. Sehen wir nochmal an hier tatsächlich. Oh, wunderbar. Schiebt er ihn da weg. So muss das, fairer Körpereinsatz, mit aller Kraft, die er da aufbieten konnte, eigentlich körperlich theoretisch unterlegen, aber mit reiner Willenskraft kriegt er den Ball noch, der titscht dann gut auf, nimmt er direkt, fackelt nicht lange und tatsächlich versenkt er das Ding im Netz und damit jetzt der Spielstand doch relativ deutlich. Ja, zweite Saisontor für Julian, dürfte dich freuen, oder? Natürlich, also der Typ ist schon, ja, was ganz Besonderes. Boah, darf man ja auch haben, sein Lieblingsspieler. Klar. Gregoritsch. Ja, wird hier nochmal gestellt. Ja, Gregoritsch ist auch einer, der war ja jetzt eigentlich im Sommer ja im Gespräch gewesen, ob er nicht vielleicht zum HSV wechseln sollte, aber die Ablöseverhandlungen sind gescheitert. Hätte er vielleicht doch lieber mal rüberkommen sollen, wa?
So, also jetzt André, du damit. Ja, ist ja jetzt nicht zwangsläufig am Spieler gescheitert, das war ja mehr, lag ja mehr am Verein und der Summe, die wir geboten haben. Ich fand meine Summe gar nicht mal so finster. Beziehungsweise müssten wir eigentlich als Kommentatoren sagen, die Summe, die der HSV geboten haben soll. Tatsächlich, eine gute Redeform. Damit hätten wir arbeiten müssen. So, okay, apropos arbeiten müssen. Arbeiten muss jetzt auch tatsächlich Augsburg mit dem Ergebnis, denn 4:0 ist jetzt doch relativ deutlich. Nochmal jetzt Bobby Wood hier, sucht nochmal 1 gegen 1 gegen Lombards. Hätte vielleicht andere Seite versuchen sollen, schlägt das Ding nochmal raus. Gibt nochmal den Einwurf, Gressel lässt nochmal kurz prallen für Bobby Wood. Frag mich, warum jetzt der Stürmer tatsächlich da hinten auf der Außenbahn steht, aber naja, andere Frage. Steinmann, ja, kriegt den Ball nicht mehr rübergespielt. Jetzt nochmal vielleicht Conti, nochmal eine letzte Konterchance, nochmal rübergespielt Richtung Gregoritsch. Conti, Ponce, ja, macht das gut. Papadopoulos kommt nicht rein mit der Grätsche, aber der Ball eindeutig zu lang. Bambu nochmal, schießt nochmal Conti ab, weil es unbedingt sein muss. Und ja, das war ja mal eine gute Metapher für den Abschluss. Ja, also abgeschlossen haben wir sie, die Augsburger, richtig, bei uns zu Hause im Volksparkstadion. Genau, also Endstand am Ende 4:0. Ja, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, 4:0, noch zwei Tore in der zweiten Hälfte nachgelegt. Ich denke, wir können prinzipiell damit zufrieden sein. Ich denke, wir konnten heute schon durchaus mit einem Sieg rechnen. Nach dem Unentschieden gegen Werder war das heute wieder, ja, auch notwendig, würde ich ja schon fast sagen. Auch gerade darauf achten, dass ja durchaus auch mit gerade mal 3 Punkten Abstand der FC Bayern lauert. Jo, genau. Ja. Da war ja noch was. Und die wollen wir natürlich so lang wie möglich, so lang wie wir es machen können, natürlich ärgern. Ja. Ja, das muss man tatsächlich schon sagen. So, dann würde ich mal gucken. Also, ja, klare Verhältnisse hier heute. Augsburg ohne große Chancen. Ja, ging tatsächlich unter der ersten Halbzeit, haben sie noch ganz gut gehalten. Also das frühe Führungstor, da muss ich natürlich nochmal den Jutin van de Beek beglückwünschen. Das war natürlich echt ein Fuchs, wie er das da gelöst hat. Also wäre das frühe Tor nicht gefallen, hätte ich gesagt, da hätten wir uns auch ganz schön die Zähne dran ausbeißen können. Weil danach ist ja auch lange Zeit erstmal nichts mehr passiert, bis zu diesem aus Augsburger Sicht doch recht unglücklichen Elfmeter. Ja, also tatsächlich hätten sie vielleicht mit so spielplanmäßig durchaus mit einem Punkt hier irgendwie runtergehen können, weil die Abwehr stand ja zumindest in Halbzeit 1 noch sehr solide. Ja, in Halbzeit 2 dann jetzt tatsächlich am Ende auch gerade, hat man gesehen, war dann Akku auch ein bisschen auf. Ne? Wenn du per unter Druck gesetzt wirst, haben wir gesehen, wie Gressel sich dann noch am Verteidiger durch vorbeischieben konnte und sich durchsetzen konnte. Das darf dir einfach nicht passieren, weil Gressel, okay, ist ein bisschen hochgewachsen, aber ist eigentlich ein Flügelspieler, ist jetzt nicht mal so ein bulliger Lasogga oder so, sondern halt ein Flügelspieler, wie schon erwähnt, und da musst du eigentlich schon mal vorstellen können. Und ja, in der zweiten Halbzeit, dann ging es einfach bei Augsburg nicht mehr. HSV hatte noch genug Pfeile im Köcher und somit am Ende also ein verdienter 4:0 Heimsieg. Ja, Tore heute, Doppelpark, Van de Beek, eins wieder von Fiete, eins von Julian Gressel, wie schon eben drauf eingegangen. Torvorlagen kamen heute von Mbambu hinten aus der Verteidigung heraus. Eins geht auch auf die Kappe von André Duda. Fiete tatsächlich heute mit 2 Scorerpunkten so gesehen, eine Torvorlage ziert ihn. Aber natürlich Man of the Match ohne Frage. Van de Beek, 2 Tore, 1 Vorlage, sehr gute Arbeit von ihm. Kann man sich durchaus mit zufrieden geben. Gut, dann gucken wir jetzt mal auf die Tabelle, würde ich sagen. Muss mal gucken, vielleicht muss ich einen Tag weitergehen. Nee, muss ich gar nicht. Gut, dann werfen wir also mal einen Blick auf die Ergebnisse drauf. Und diese starten hier. Genau, beim Freitagsspiel zwischen Leipzig und Stuttgart. Dort tatsächlich also die Leipziger weiterhin in der Formkrise. 0:1 Niederlage gegen den VfB. Das sieht nicht gut aus. Apropos nicht gut aus, auch die Bremer kommen jetzt tatsächlich in Stocken. Nach dem Unentschieden gegen uns folgt ein weiteres gegen die Wolfsburger. Gegen wen auch sonst, ne? Ach ja. Stimmt. Gut, gegen wen auch sonst. Ja, wir wissen ja, was wir dann nächste Woche kriegen. Das ist dann ja jetzt schon nied- und nagelfest. Ja, dann haben wir noch das Spiel zwischen Hannover 96 und Frankfurt. Dort siegt Frankfurt 2:1. Haben jetzt tatsächlich die letzten 2-3 Spiele, glaube ich, ziemlich gut gepunktet. Sind dementsprechend jetzt auch wieder weiter nach oben gerutscht in der Tabelle. Gucken wir gleich drauf. Hertha gewinnt 1:0 gegen Schlusslicht Nürnberg. Gladbach gewinnt 1:0 gegen BVB und schießt ihn deshalb weiter rein in die Krise. Und auch die Bayern haben Punkte liegen lassen. Ausgerechnet gegen den Mitaufsteiger. Die Kölner leisten Schützenhilfe für uns und besiegen Bayern auch hier knapp zu Hause mit 1:0. Schalke derweil unterliegt gegen Hoffenheim 1:2. Leverkusen und Mainz trennen sich 1:1 und wir, wie eben gesehen, im Sonntagsspiel gegen die Augsburger mit 4:0. Ja, in der Tabelle also haben wir jetzt insgesamt tatsächlich schon 6 Punkte Vorsprung uns erarbeitet, sind weiterhin noch ohne Niederlage, bislang nur mit einem einzigen Unentschieden aus der ganzen Geschichte rausgegangen. Das zweite dürfte dann am nächsten Wochenende folgen.
Ja, die Wolfsburger, wie gesagt, bekannt dafür, die großen unentschieden Könige der Liga zu sein. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Dann die Konkurrenz. Also tatsächlich hat diese Woche groß gepatzt. Also Bayern sowohl ohne Punktgewinn als auch Bremen nur mit einem einzigen mickrigen Pünktchen. Dementsprechend konnten wir uns da jetzt absetzen auf 6 Punkte. Dahinter dann die Gewinner des Spieltags. Das sind dann Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart. Beide haben ihre Partien gewonnen und können dementsprechend ein paar Punkte einfahren. Mainz nach dem Unentschieden weiterhin auf Platz 6. Die Kölner klopfen tatsächlich an der Europa League Platz 7 für den Aufsteiger, gefolgt von Frankfurt auf 8. Dann haben wir uns unentschieden Könige der Liga, passenderweise im Tabellenmittelfeld auf Platz 9, mit 2 Siegen und 6 Unentschieden, aber tatsächlich immer noch ungeschlagen nach 8 Partien. 3 Mannschaften weiterhin ungeschlagen, die Wolfsburger gehören dazu. Wenn sie doch zwischendurch mal gewinnen würden, dann ständen sie auch weiter oben. Ja, dann haben wir Hertha auf 10, TSG Hoffenheim auf 11, Schalke auf 12 und dann haben wir tatsächlich eine dicke Lücke. Alter, guckt diese Lücke an. Das ist ja echt schon übel. Ja. Also, Freunde, der Abstiegskampf, ja, das scheint sich schon relativ klar zu kennzeichnen, wer dieses Jahr da unten zittern muss. Ja, und da sind tatsächlich Vereine bei, von denen ich dir sage, locker die Hälfte habe ich da nicht auf dem Zettel gehabt. Also, Leverkusen, 5 Punkte. Dortmund, 5 Punkte. Augsburg, ebenfalls 5 Punkte. Leipzig, nur 4 Punkte. Hannover 96 und Nürnberg jetzt wie ein echt teilen sich tatsächlich hier Platz 17 und 18. Aber, Freunde, 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 Dortmund, Leipzig und Leverkusen im Abstiegskampf. Das kann ja munter werden. Also wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, da könnte es dann am Ende vielleicht einen erwischen. Wir müssen mal gucken, so ein paar Spieltage geben wir den nochmal. Aber so die Tendenz, das sieht nicht gut aus. Das könnte tatsächlich einen großen Fisch erwischen. Ich bin mal gespannt. So, dann ansonsten haben wir noch 5 Mails, auf die wir mal ganz kurz rübergucken müssen. Eine PK, die uns nicht interessiert. Eine gute Arbeit. Wir haben unsere Markenpräsenz erreicht, indem wir die Trikotverkäufe dieses Jahr erreicht haben. 30 Millionen sollten wir verkaufen, haben wir getan. Und ein paar Scouting-Updates haben wir auch noch eben kurz zu bewältigen. Hier haben wir Ishizo Nagazuka oder so. Okay, daran werde ich noch feilen müssen, sollte der mal in den Kader kommen. Den brauchen wir nicht. Den könnte man aufnehmen. Jetzt müssen wir tatsächlich anfangen, Leute abzulehnen, beziehungsweise zur Jugendmannschaft zu gehen und schlechte Leute auszusortieren. Okay, alles klar. Das heißt, wir sortieren schlechte Leute aus. Das heißt, wir sortieren erstmal alle aus, die unter Gesamtstärke 50 haben. Die kommen mir schon mal alle weg, weil die zu trainieren würde Ewigkeiten dauern. Freigeben. Freigeben. Hier nochmal ein. Freigeben. Den 50er lasse ich nochmal drin, weil es ein Torwart ist. Torhüter haben wir nicht so viele. Und den auch nochmal freigeben. So, jetzt also tatsächlich schon mal alle äußerst schwachen Spieler aussortiert. Machen weiter jetzt also bei dem guten Herrn Masato Mori. Darf jetzt also auch nochmal mit rankommen. Der Herr weniger, auch nicht. Ah, Fujiwara. Da gibt es eine kleine Story zu. Erzähle ich vielleicht mal was anders. So, dann nach Italien. Gabriele Marino. Oh, der ist stimmig stark. Lorenzo Marino. Tatsächlich, die beiden Gebrüder Marino sind am Start. Und der ist sogar tatsächlich doch ordentlich. Und oh, Marco Mariani, da haben wir tatsächlich vielleicht unseren neuen Keeper. 17 Jahre alt, 55 bis 73 Gesamtstärke, 73 bis 94er Potenzial, Freunde. Das könnte tatsächlich demnächst ein neuer Keeper werden. Puh, Ja. da kann man auf jeden Fall sich loben lassen. Den gucken wir uns gleich mal genauer an. Und auch Alberto Mariani ist tatsächlich auch in Ordnung. Könnte man auch nehmen, wobei jetzt tatsächlich wir bei der Jugendmannschaft am Struggeln sind. Das heißt, wir laden jetzt tatsächlich Gasperoni aus, weil wir wissen, der andere ist deutlich stärker. Wo haben wir denn jetzt hier? Da ist Gasperoni. Ich muss mal kurz nochmal den anderen Torwart sehen. Hier haben wir 60, 73 bis 94. Und da sind wir halt tatsächlich 10 Punkte drunter. Das heißt, Gasperoni geht nochmal und wir ziehen tatsächlich Mariani nach. So, das heißt, es bleibt noch der deutsche Scouting-Bericht. Das heißt, hier müssen wir ganz kurz reingucken. Winter eher weniger. Der ist zu schlecht, was die Gesamtstärke angeht. Matthias Zimmermann könnte durchaus was sein. Den brauchen wir nicht. Florian Kuhn auch sehr knapp bemessen. Lassen wir auch mal weg. Und noch ein. Oh, und das ist sogar noch ein Keeper. Nur tatsächlich sage und schreibe, boah, keine Ahnung, über 10 cm größer. Niklas Engel, 1,95. Richtiger Hühne. Das heißt tatsächlich, hier muss ich mal gucken, dass wir vielleicht noch mal sehen, dass wir jetzt tatsächlich noch positionsmäßig ein bisschen denken und tatsächlich die Schlechten auf ihrer Position ja wegschmeißen. Nur mal gucken. Also, was haben wir hier? An RV haben wir Marino und Paul Schmitz. Sonst noch irgendein RV? Nein, haben wir nicht. Dann vergleichen wir die beiden mal. 59 bei 79 bis 94. Zwei schwächer, was die Punkte angeht, aber immer noch mehr Potenzial bei dem guten Paul Schmitz. Schwierig, möchte ich eigentlich noch kein Feuer angehen. Torhüter möchte ich jetzt auch noch keinen rausschmeißen, aber wir haben ziemlich viele Stürmer. Wir haben hier 72, 94.
Ja, Weber ist auf jeden Fall besser als der Marian, obwohl noch schwierig zu sagen, weil der gerade frisch dabei ist. Der Ruud ist eigentlich auch ziemlich gut, wobei er ein bisschen schlechter ist als der Weber. Dann schmeißen wir Ruud schon mal raus. Danke für deine Dienste. Hier haben wir rechten Flügelspieler, haben wir noch irgendwo einen Stürmer. Hier eine Spitze, das kann man tatsächlich noch als Zehner werten. Dann werten wir den mal als Zehner. Dann haben wir hier noch einen Stürmer 74 bis 94 bei Stärke 53. 74 bis 94, ja, 72 bis 94. Ja, müssen wir eigentlich auch noch da lassen. Das heißt, jetzt gucken wir uns mal eben kurz die Achter an. Die Achter haben wir auch relativ zahlreich. Zwei Stück würde ich da behalten wollen. Das heißt, wir haben hier einmal 81 bis 87. Hier haben wir tatsächlich deutlich mehr bei dem Costa. Dann haben wir noch hier die. Nee, Taniguchi ist da noch mit bei. Den vergleichen wir ganz kurz. 81, ja, bis 87. Ich würde sagen, der Christian Schulte fliegt. Und dann haben wir noch hier Taniguchi, genau, die beiden Herren. Und dazu im Vergleich der Mori, der ist ja relativ frisch, kann ich auch nicht viel zu sagen. Wobei die Potenzial, das Minimalpotenzial macht mir ein wenig skeptisch, zudem die anderen beiden schon ihre Entwicklung deutlich weiter. Das heißt, es wird auch nichts für den Mori werden. So, dann auf den Flügeln haben wir tatsächlich, glaube ich, relative Zahlengleichheit. Ja, RM und RF haben, glaube ich, zwei Leute. 53, 69 bis 93 und. Okay, 63, ja, alles klar. Okay, das heißt, er fliegt auch. So, haben wir tatsächlich hier nochmal ein wenig Leute weggeholt und diese beiden Herren werden jetzt tatsächlich nochmal reingezogen. Dann gucken wir uns nochmal die beiden Keepern an. Also Mariani 60, 73 bis 94 und Engels 60, 72 bis 94. Also tatsächlich, die tun sich nicht viel, außer dass halt der eine ein richtiger Hühne ist, der andere zumindest solide von der Größe. Ah, der Engel, der könnte schon echt was sein. Heftiger Typ, ist vor allem erst 15. Puh. Ja, 2 Meter groß. Kennst du das nicht aus der Klasse? Kann sich einmal fast ins Tor reinstellen und stößt mit dem Ja, genau. Körper an. Kennst du das nicht? Hast du nie so einen Hünen in der Klasse gehabt, der einfach so, keine Ahnung, Bohnenstange so aus dem Himmel geschossen? Der Hühne war ja meistens ich mit meinen Ach 1,88. so, du warst schon meist der Hühne. Ja, gut, okay. Ja. Ja, ich war es gewesen. Also. Also ich war aber dann mit 14 noch ausgewachsen mit 1,80. Ja, ich sag mal so, seitdem ich 14 bin, ja, wachse ich auch nicht mehr allzu viel tatsächlich. Ja, Also, also da hat es bei mir dann komplett da war es noch ausgesetzt. etwas auffälliger. Mittlerweile ist es irgendwo, ja, man ist etwas größer als der Rest, aber. Ja. Gut, okidoki. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir uns da mit den Jugendspielern mal intensiver auseinandersetzen. Torwart, den muss ich tatsächlich eigentlich schon demnächst mal trainieren. Ja, Freunde, genau. Apropos Training, gutes Stichwort, um mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Ich habe jetzt mittlerweile einen Trainingstausch jetzt gemacht. Also Fizi ist durch mit seinem Training, Stärke 85, das dürfte erstmal reichen. Dementsprechend jetzt Thorsten Grüne mit ins Training aufgenommen. War tatsächlich ja eine Frage von euch, ob wir den nicht mit aufnehmen können ins Training. Gesagt, getan. Jetzt also Thorsten Grüne mit dabei. Ja, Ito wird noch tatsächlich einen Punkt trainiert. Der braucht noch einen Punkt. Nee, warte. Nee, Ito haben wir schon aussortiert. Entschuldige. Nee, vergisst es, Leute, vergisst es. Ab. Genau, Arp hatten wir jetzt aussortiert und Ito schon vorher. Vergisst es, Freunde. Genau, und jetzt für Arp haben wir tatsächlich ein paar Steckplätze frei. Einen werde ich wahrscheinlich an Grüne geben und dazu jetzt wahrscheinlich dann noch einen Torwart jetzt irgendwie trainieren. So ungefähr der Plan dazu. Gut, dann zum Abschluss nochmal eben ganz kurz angesprochene Entwicklung der Spieler mal eben kurz draufblicken. Also, Mbambu hat einen Punkt gemacht von einer 78 auf die 79. Bates ebenfalls einen Punkt auf die 66. Van Drongelen auf die 74, das wussten wir schon. Jung wussten wir ebenso. Wagnermann auf die 66 im Punkt, Zinchenko auf die 74, Janicic auf die 68, die 68 waren aber auch schon etwas länger bekannt. David hat es derweil in seiner Leihzeit hier bei den Young Boys Bern einen Punkt auf 64 gemacht. Gressel ebenfalls einen Punkt dazu gewonnen auf die 72. Grüne sogar 2 Punkte, jetzt natürlich auch durch den Trainingspunkt, jetzt auf eine 70. Jatta auch einen Punkt auf die 70 bei ja, Fenerbahce Istanbul. Ito 2 Punkte, auch unter anderem durch Training. Ziegler 1 Punkt von Natur aus gewonnen. Dazu noch André Duda mit 1 Punkt Gewinn auf 76. Van de Beek auf 79 ebenfalls 1 Punkt. Schneider mit 2 Punkten auf 64. Ja, und Arp mit 4 Punkten durch sein Training. Drafs 1 Punkt, 64. Und unser kleiner südamerikanischer Winsheimer ebenfalls mit 1 Punkt Gewinn auf eine 65. Gut. Haben wir das also durch, Freunde? Dementsprechend war es das auch an der Stelle von meiner Seite aus. Wir, würde ich sagen, sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif und haut rein. Ciao! Tschüss.